Der war mir eine Riesenhilfe. Ich lasse Celsius bestimmt nicht runter. Oh. Mal sehen, ob sie endlich aufwacht und ich meine Eintrittskarten wiederkriege. Wie er alles nur wegen den Eintrittskarten macht. Manny Brown, Rico Sandretti, wo sind sie? Wo? Ach. Oh Mann. Ja, komm. Okay, da oben kann ich nicht hinklicken, obwohl da so ein Klickding irgendwie ist. Vielleicht ist er fürs Licht. Seltsam. Puh, das war knapp. Ja, sieh mal an, das sollten wir lassen. Das sollten wir definitiv zum nächsten Mal lassen. Oh, cool. Da geht's irgendwie wieder zurück. Da haben wir ein Fass. Hallo. Es riecht nach Schießpulver. Nimm's nochmal mit. Ich kann nicht das ganze Fass mitnehmen. Ach, Mensch. Ich habe gute Lust, ihn mit den Füßen zu bearbeiten. Mach mal. Ich hätte ihn lieber mit Füßen getreten, aber jetzt habe ich ihn in der Hand. Funktioniert ja auch. So, was haben wir? Da oben soll was sein? Naja. Ich möchte mal gerade... Geht's vielleicht? Dan Murray, 7 Jahre alt. Bill Tuxens Waffenkammer. Bill Tuxen, Pfeifenraucher. Mein Freund Sunny lenkt Bill ab, ich entleere den Teebeutel und fülle ihn mit Schießpulver. Ergebnis, Dan und Sunny 3 Wochen Strafe. Bill Tuxen, 4 Wochen Krankenhaus. Aber heute ist keine Pfeife im Spiel. Versuchen wir es. Ich hoffe, ich habe meine Lektion gelernt. Als ich Bill Tuxens Pfeife mit Schießpulver füllte, war das Ergebnis verheerend. Ich muss gerade an Max und Moritz denken. Ist nicht harntreibend, aber wahrscheinlich ein hervorragendes Abführmittel. Was da alles an merkwürdigen Sachen drin stecken muss. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier oben lang noch. Eine sehr einfallsreiche Tarnung, um den Zugang zu einem Labor zu verbergen. Willy mag alles Mögliche sein, aber er macht keine halben Sachen. Okay. Gut. Einfallsreich getarnter Fahrstuhl. Ja, durchaus. Dahinter ist der Fahrstuhl zu Celsius Labor. Von einem von Willys Horrorfilmen. Warum sollte ich ein Filmplakat haben wollen? Warum nicht? Ein D-Film, garantiert. Ich dachte, es gibt nur B-Movies, oder gibt's auch D-Movies? Verzichte. Ich wusste nicht mal, dass es C-Movies gibt. Der ist noch hässlicher als Fly und der Poet zusammen. Okay, wow. Das wäre zu viel verlangt. Warum? Also ich bitte dich. Mein ganzes Gehalt, dass ich den Film nicht gesehen habe. Der würde es wahrscheinlich sogar gewinnen. Soll jemand anderes das mitnehmen? Ach, Menno. Ekelhaft. Was finden die Leute bloß an diesen Zombie-Film? Ich soll ihn berühren? Für mich ist er fast ekliger als ein Käfer. Wo wir gerade bei Käfern sind, ne? Das einzig Gute auf Filmplakaten sind die Weiber, sofern sie vorkommen. Um es ins Esszimmer zu hängen, oder was? Tja. Wäre immerhin mal etwas. So. Ich will gerade schauen. Okay, zwei... Ach nee, ein... Eine Tür, ein Plakat. Ich hasse Kino. Ach komm, reg dich ab. Tja, wenn es von einer Sportveranstaltung wäre. Ach ja, dann, ne? Bingo, da ist Willy und guckt sich einen Film an, den Eli Edmund, na, dieser blau angemalte Typ ihm vorführt. Obwohl, es ist weniger ein Film als ein Interview. Protagonisten, ein dunkelhaariges Mannsweib, ein schmieriger dicker Typ und... Liz Allaire. Zur Sache.
Aber da ist ja mein Freund Murray. Halt die Vorführung an, Kadjanowski. Zu Ihren Diensten, Herr Fitzrandolph. Hat Celsius dich schon gehen lassen? Wie fühlst du dich? Besser als du dich. Sicher? Aber klar doch. Fitzrandolph ist toll. Das war besser. Ich freue mich, dich auf meiner Seite zu haben. Schön für dich. Fitzrandolph liebt uns alle. Was für ein Typ. Bleibt trotz aller Veränderungen immer derselbe. Arbeitest du? Ich überprüfe gerade eine kleine Botschaft, die wir vor kurzem abgedreht haben. Sobald ich damit fertig bin, schaue ich mal in Celsius Labor nach, wie es da unten läuft. Warte dort auf mich, ja? Wie läuft die Überprüfung? Bestens. Der Film übermittelt genau das, was er soll. Ich frage mich, was das für ein Film jetzt genau sein soll. Wofür ist denn der Film, den du dir gerade ansiehst? Morgen wirst du es erfahren, Murray. Vertraust du mir nicht? Fitzrandolph ist toll. Klar vertraue ich dir. Aber später, wenn ich ihn zu Ende gesehen habe, kommst du zu mir ins Büro und ich erzähle es dir. Abgemacht? Abgemacht. Geh nicht ins Labor. Das soll's ja auch nicht. Geh nicht ins Labor. Es ist unglaublich kalt. Danke, Murray, aber ich bin warm genug angezogen. Ich werde mich schon nicht erkälten. Vor allem ist deine Haut schon wieder blau. Warum ist deine Haut blau? Es ist alles unter Kontrolle. Ich weiß. Aber ich bin ein überfürsorglicher Chef, weißt du? Ich bleibe immer gern auf dem Laufenden. Och. Und außerdem bist du ein Terrorherrscher. Oder willst du es sein? Celsius ist schwer beschäftigt. Dann wird er sich für die Unterstützung seines Chefs bedanken, meinst du nicht? Und falls er faulenzen sollte, wird er sofort aufwachen. Weil, ach, egal. Vergiss es. Ich dreh mal eine Runde. Fitzrandolph ist toll. Was für ein Typ. Mach weiter, Kadjanowski. Ja, Sir. Ja, was für ein Typ. Ja, was für ein Typ. Mehr bleibt da wirklich einem nicht mehr zu sagen. Na gut. Mach mal Pause, Katja. Was ist? Ja. Mach weiter, Katja. Mich jetzt nicht. Gut, dann gehen wir mal durch diese Tür. Oh, eine Sahneschnitte. Dan Murray, übernehmen Sie. Ah, sind das nicht die? Meine Schöne, ich bin Dan Murray und du bist? Hau ab, du Idiot. Weißt du nicht, wer ich bin? Keine Ahnung. Ich bin Eva Morte, die Queen of Scream. Und das ist der Herr der Nacht, die meistgehassten Schauspieler von allen, die ein Quäntchen ethischen Sinn haben. Schön für euch. Mein Lieber, dieser Ahnungslose weiß nicht, wer wir sind. Ich bin müde. Bring du ihn um. Würde ich gerne. Aber du hast ja gehört, was Fitzrandolph gesagt hat. Ab jetzt müssen wir uns gut benehmen. Fitzrandolph ist toll. Fitzrandolph liebt uns alle. Ah, das sind die beiden, die mit Liz in dem Film mitgespielt haben, kann das sein? Bilde ich mir das nur ein oder seid ihr Sadisten? Ich liebe Kätzchen. Und ich Vögelchen. Faszinierend. Kleine Kätzchen knacken echt gut. Vögelchen noch besser. Dicker. Sau. Grufti. Luder. Ich liebe dich. Ich bete dich an. Faszinierend. Die benehmen sich fast wie Dan und Liz, bis auf das mit dem Tiere quälen. Und außerdem... Hallo? Kleine Kätzchen knacken gut? Ich glaube, es hackt. Ich bin Katzenbesitzer. Sowas will ich nicht hören, du Pute. Warum will Fitzrandolph, dass ihr euch gut benehmt? Weil wir seine Galionsfiguren sind, du Idiot. Seine Galionsfiguren, Blödmann. Galionsfiguren? Wofür? Für etwas, das wir dir nicht verraten dürfen. Keine Befugnis. Wenn wir es täten, müssten wir dich umbringen. Aber das dürfen wir auch nicht. Verstehe. Klassische Zwickmühle. Durchaus, durchaus. Was macht ihr hier? Wir warten darauf, dass Fitzrandolph uns erlaubt zu gehen. Wir warten, Blödmann! Wie nett der ist. Zwei Dinge, die euch beiden gefallen. Los! Das Weinen eines Kindes! Beerdigungen! Ich geh dann mal. Idiot. Blödmann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir haben hier zwei komische Gestalten. Wir haben
Eine Jacke, eine Tasche und ein Stuhl hier hinten. Ah, okay, hier hinten geht's auch nicht weiter. Das heißt, wir haben tatsächlich nur diese Sachen. Okay. Da liegt was drauf. Was denn? Ein Buchstabe und drei Zahlen. Könnte alles Mögliche bedeuten. Danke. Moins. Wem mag die gehören? Mal sehen, wem sie gehört. Mir? Jetzt? Moins? Rätsel gelöst. Liz Allaires Presseausweis. Da bleibt er auch schön liegen. Aber das hier macht mich neugierig. Wir kennen uns kaum, aber ich weiß schon, dass du eine wichtige Person in meinem Leben sein wirst. Und Celsius Unterschrift. Dieses Schwein will bei Liz landen. Na, der wird was erleben. Obwohl, was geht mich das an? Die Irre interessiert mich nicht, die Bohne. Ich schaue mal, was da noch drin ist. Und so endete alles für Dan Murray. Er fand die Eintrittskarten, die er sich so sehnsüchtig wünschte. Dann ging er nach Hause und machte ein Nickerchen auf dem Sofa. Dabei zählte er die Minuten bis Freitagabend. Aber wem wollen wir eigentlich etwas vormachen? Wir wissen alle, dass Dan nur wegen der Eintrittskarten da war. Oder was soll's? Endlich habe ich, was ich mir wünsche. Ich könnte sofort weggehen. Aber was würde diese Bande von Unfähigen, die ich im Labor habe, ohne mich machen? Also, bringen wir es zu Ende. Er ist ein guter Mann im tiefsten Herzen. Und wir haben unsere Karten, jawohl. Ich ahne Schlimmes, wahrscheinlich müssen wir die später irgendwie opfern oder sowas, da wird er Krise kriegen. Wozu brauche ich einen Stuhl? Ich bin so aufgedreht wegen der Eintrittskarten, ich suche gleich mal weiter. Vielleicht findet er noch mehr Eintrittskarten. Nichts davon lohnt sich. Oh. So eine ähnliche hat die Irre gestern auf dem Fest getragen. Was für ein Sadist. Die hat vielleicht ein loses Mundwerk. Beide schlimm, ne? So, reden will ich mit denen erstmal nicht mehr. Nichts in den Taschen. Ach, schade auch. So, schauen wir uns mal an. Eine Nummer und drei Buchstaben. Wofür sind die? Ist das wirklich eine Nummer oder ist das BO vielleicht? Wir kennen uns... Ja gut, das brauchen wir nicht. Sie gehören mir. Endlich. Niemand wird sie mir wegnehmen. Oh, wenn er es schon so sagt, dann ahne ich das Schlimmste vom Schlimmen. Gut. Also, unsere Aufgaben sind klar. Fitz Randolph vom Labor fernhalten und Material für den Chipzieher besorgen. Und damit sind wir auch im letzten Kapitel tatsächlich. Ich hätte ja nicht gedacht, dass wir das schaffen. Ich meine, ich schreibe ja immer die Spielzeiten auf und wir sind gerade so bei 7 Stunden. Ja, vielleicht haben wir die 8 Stunden schon Sie führt nach draußen und... Ah, in dem Gebäude liegt Willys Büro. Aber egal, im Moment will ich hier nicht weg. Warum nicht? Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, wir sind jetzt wahrscheinlich schon bei 8 Stunden und ich muss sagen... Also das Spiel lohnt sich. Also die Spielzeit ist jetzt nicht so lange... Aber ausreichend eigentlich für ein solches Spiel. Und wenn man durchaus mit mehr Verstand rangehen würde, bräuchte man wahrscheinlich sowieso auch noch einen Ticken länger. In Ordnung. Fahrstuhl 1, Murray 0. Vielleicht. Ich gebe die 4 Zahlen vom Blatt ein. Und... Fahrstuhl 2, Murray 4. Fabelhafte Aufholjagd und Abpfiff. Aber ich fahre erst runter, wenn ich mir sicher bin, dass Fitz Randolph nicht ins Labor will. Wenigstens weiß ich jetzt, wie man den öffnet. Das ist eine Menge wert. Okay. Das heißt, wir müssen... irgendwas machen, damit... er nicht runter will. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Passt, wackelt und hat Luft. Was?